Situation hineingeboren, dass eben die EU nicht nur an der Grenze der ehemals sowjetischen geprägten Staaten, also der Tschechoslowakei, DDR, endet, sondern dass diese neuen Demokratien längst seit mehr als 10 Jahren Mitglied der Europäischen Union sind, was ja keineswegs selbstverständlich war in der Entwicklung nach 1990. Gerade deshalb sind die beiden Themenbereiche, in denen ich nach wie vor aktiv bin, die Frage der Außenpolitik, insbesondere unseres Verhältnisses zu den östlichen Nachbarn, einmal den Mitgliedstaaten der EU wie Polen, Ungarn, baltischen Staaten, aber eben auch die, die dann nicht in der EU sind, wie die Ukraine, Belarus oder Russland, dass dies für uns von zentraler Bedeutung ist, wie sich das weiterentwickelt und wie wir das entsprechend gestalten. Aber dieses sind eben auch die Staaten, die eben über Jahrzehnte Kommunismus erlebt haben, wo die Frage der Aufarbeitung des Kommunismus, der Prägung bis heute durch den Kommunismus eine zentrale Rolle spielt. Und dann muss man wiederum sagen, wer Kommunismus sagt, der darf auch Nationalsozialismus nicht vergessen und der darf die Kriege nicht vergessen. Und da sind wir schon auch bei einem Thema, das auch für uns heute von zentraler Bedeutung ist, dass wir in der Aufarbeitung immer noch sehr gesplittet sind, auch in Deutschland oder in Europa. Viele betrachten zuallererst den Nationalsozialismus, hier insbesondere den Holocaust, davon abgetrennt oft den Kommunismus, der in der DDR nach 1945 dann Einzug hielt, beziehungsweise erst in der sowjetischen Besatzungszone. Aber wir haben 1917 gerade 100 Jahre nicht gefeiert, aber erinnert, dass Kommunismus 100 Jahre alt ist in Europa, als politisches Projekt mit einer Fülle von Toten. Und wer diese beiden großen Diktaturen sieht, darf auch nicht vergessen die inneren Zusammenhänge, die mit dem Krieg zusammenhängen. Am Ende dieses Jahres begehen wir das Ende des Ersten Weltkrieges, der Europa die Landkarte stark geprägt hat, übrigens auch den Nahen Osten. Und wir sind uns dessen normalerweise nicht bewusst. Und diese Zusammenhänge stärker deutlich zu machen, auch als eine Herausforderung zu beschreiben für uns heute, sehe ich immer noch als einen wichtigen Punkt an. Mit einigen Historikern haben wir gerade Ende letzten Jahres ein Manifest gemacht, das auf diesen Jahrestag jetzt hinweist, 2018. Wir finden es auch auf einer Homepage, wo wir ein Manifest gemacht haben, damit man im Ende des Jahres eben nicht nur an die 100 Jahrestage der Polen oder der Tschechoslowakei oder der baltischen Staaten erinnert, denn all diesen 100 Jahre in ihrer eigenen Staatlichkeit und Unabhängigkeit, sondern auch die internationalen Zusammenhänge uns deutlich machen, denn nach dem Ersten Weltkrieg konstituierte sich eigentlich das, was wir heute den Westen nennen, das heißt der Zusammenhang zwischen in den transatlantischen Beziehungen, obwohl die Amerikaner eben nach dem Ersten Weltkrieg erst gingen. Aber auch mit dem Völkerbund die Frage der internationalen Rechts, der Bedeutung internationaler Institutionen. Wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Ersten Weltkrieg alle Staaten, das sind mehr als 10 gewesen in Europa, die entstanden sind, als parlamentarische Demokratien entstanden sind. 15 Jahre später war kaum noch eine von denen übrig. Das heißt, die Gefährdung von Demokratien, was wir auch nach 1990 jetzt wieder erleben, das gibt es Parallelen, da gibt es Zusammenhänge, über die nachzudenken, die ich finde, sich lohnt und sich dem zu widmen und dazu hier ein paar Worte zu sagen, freut mich sehr. Ja, ich würde mich freuen, wenn vielleicht die eine oder andere Frage an unseren Gast hier im Raum stünde. Biografisch kann ich vielleicht noch nachfragen, dass es auch noch 20 Jahre Bundestag zwischendurch gab. Ja. Sollte man nicht ganz vergessen. Also meine Geschichte auch persönlich ist nicht mit der Zeit 1989 begrenzt. Ich bin für die Jüngeren selber von Beruf evangelischer Theologe in der DDR aufgewachsen, habe damals die Sozialdemokratische Partei mit einem Freund zusammen in der DDR hier gegründet und auf den Weg gebracht. 1989 war dann am runden Tisch und eben in dieser Zeit Außenminister der DDR in den 2+4-Gesprächen, die zur deutschen Einheit geführt haben. Danach 20 Jahre fast bis 2009 im Deutschen Bundestag, hier insbesondere in der Außenpolitik, aber und hier mit dem Spezialbereich eben des östlichen und mittel- und östlichen Europa und dann die Fragen der Aufarbeitung der Geschichte, wo ich eben ja schon ein paar Bemerkungen dazu gemacht habe. Interessant ist die Geschichte mit dem Volksbund, die du angesprochen hast, das heißt die Frage der Kriegsgräber. Ich habe 3 Jahre lang diese Aufgabe
gehabt zwischen 2013 und 2016 und bin dann im Konflikt geschieden, weil im Volksbund eben die Reform, die ich für dringend notwendig erachte, dass man diese Fragen einbettet in die Geschichte des 21. Jahrhunderts. Und wir uns heute natürlich fragen müssen, wie gehen wir etwa mit toten deutschen Soldaten im Ausland um? Ich meine, die meisten Politiker gehen da nicht hin. Ich habe Frau Merkel eingeladen, 2014 damals in dieser Funktion, als sie eingeladen war von Präsident Hollande nach Frankreich bei der Landung in der Normandie. Und habe gesagt, ja, ich finde es toll. 10 Jahre vorher war Gerhard Schröder auch da, das erste Mal eingeladen. Ich habe gesagt, dann komm doch aber auch bitte auf einen deutschen Soldatenfriedhof, den es dort gibt. Aber du musst wissen, dort liegen die Mörder von Oradour, dort liegt viel Waffen-SS. Ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir da hingehen, ganz offen damit umgehen und uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Sie hat es nicht gemacht, genauso wenig wie Gerhard Schröder 10 Jahre vorher, sondern ist auf einen britischen Soldatenfriedhof gegangen, wo auch 350 Deutsche liegen. Übrigens habe ich dann festgestellt, von denen sind auch knapp 50 SS-Leute gewesen. Wir kommen an dieser Geschichte nicht vorbei. Und ich habe dann in dieser Funktion hier mit einer Veranstaltungsreihe angefangen, leider gibt es das heute alles nicht mehr, wo ich gefragt habe, wie können wir dieser Geschichte erinnern, also auch gedenken, ohne zu ehren. Das heißt, wie können wir deutsche Soldaten gedenken, das sind ja unsere Väter, Onkel, Großväter, und gleichzeitig natürlich deutlich machen, ein Feld der Ehre war es nicht. Wir wollen nicht jedem einzelnen Toten alle Schuld und Last der Geschichte auf die Schultern laden, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was geschehen ist. Das heißt, wer solcher Soldaten erinnert, muss auch an deren Opfer erinnern. Das heißt, wir brauchen einen europäischen Diskurs, ein dialogisches Erinnern, und das muss sich auf den Friedhöfen wiederfinden, das muss sich unsere Art der Geschichte, wie wir damit umgehen, wiederfinden, und wir müssen versuchen, das eben auch als eine Herausforderung in die nächste Generation zu bringen. Und das geht nur europäisch heutzutage, im Dialog mit anderen. Deshalb bedauere ich sehr, dass der Volksbund das heute nicht mehr macht. Ich bin zurückgetreten, weil wir im Konflikt zu diesen erinnerungspolitischen Fragen geschieden sind. Die Herausforderung als gesellschaftliche Herausforderung aber bleibt nach wie vor, gerade eben, wenn wir heute oder in diesem Jahr am Ende des Ersten Weltkrieges und seines Endes erinnern, mit all den Herausforderungen, die uns zum Teil bis heute bewegen. Ich hatte eine Frage an Sie, Herr Mecker, als letzter Außenminister der DDR. Da waren Sie an den 4+2 Gesprächen beteiligt. 2+4. Ja, aber Sie waren daran beteiligt, Genscher war da, Shevardnadze. Heute ist es immer ein bisschen nebulös, deswegen ist Ihre Reflexion für mich interessant. Wie waren damals eigentlich die Abmachungen, die Verabredungen mit der damaligen Sowjetunion? Na, heute ist ja ein großer Disput, dass sich der Westen, Westeuropa immer weiter nach Osten ausgedehnt hat. Die Russen fühlen sich dadurch eingeschränkt oder aufgrund ihrer historischen Erfahrung. Die Weite ihres Landes war natürlich das, was sie aus den großen Invasionen gerettet hat. Was ist damals passiert? Was ist den Russen zugesagt worden, was nicht? Ich will das kurz halten, was nicht einfach ist. Aber also einmal 2+4, deshalb, weil uns zentral war, dass nicht andere über die deutsche Einheit entscheiden, sondern wir selbst. Das heißt, dies musste ein Selbstbestimmungsakt der Deutschen sein, wo zwar die anderen natürlich Teil des ganzen Prozesses sind, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, weil völkerrechtlich auch die Bundesrepublik und die DDR nicht souverän waren. Insofern gehörten wir dazu, aber natürlich mit den Deutschen. Und als nach diesen ganzen Umbrüchen der friedlichen Revolution, dessen, was in Polen und in Ungarn passiert ist im Laufe 1989, trafen sich im Dezember, nach langen Jahren, die alliierten Botschafter das erste Mal wieder zu viel ohne die Deutschen. Ich habe das erst nachgelesen, denn ich wusste das damals nicht, habe es nicht mitbekommen, aber ich habe dann mitbekommen, dass die Bundesregierung, insbesondere Genscher, elektrisiert war und sagt, es kann doch nicht sein, dass die ohne uns jetzt darüber reden, wie es mit Deutschland weitergeht.
Dann gab es einige Wochen, das war nach dem Fall der Mauer, es war dann klar, hier muss eine neue Perspektive geschaffen werden. Und deshalb war es wichtig, dass man sagt, die zwei deutschen Staaten mit den anderen. Anders als die vier über die zwei Deutschen. Also insofern hat das dann auch schon ein politisches Signal. Man muss aber, ich mache jetzt nochmal gleich einen Rückblick und dann komme ich zu Ihrer zweiten Frage oder zu der Hauptfrage, weil wir uns deutlich machen müssen aus der Perspektive aus dem Osten, weil man heute ja gerade die Jüngeren werden von 1990 nur wissen, dass es da so Kanzler der Einheit gegeben hat, der das alles gemacht hat. In den Reden heißt es dann immer noch, da waren ein paar mutige Menschen auf der Straße oder Hunderttausende, aber natürlich ohne Namen. Die waren auf den Straßen, dann fiel die Mauer und dann hat Kohl die Einheit gemacht. Das ist sozusagen die Kurzform, die Sie öffentlich hören und lesen. Ich halte die für ein völlig falsches Bild, weil man sich natürlich deutlich machen muss, der Umbruch passierte mit der Friedlichen Revolution. Die gehörte in den Kontext dessen, was vorher in Polen und in Ungarn passierte. In Polen mit dem runden Tisch, da war im Sommer 1989 am 4. Juli schon eine halbfreie Wahl, bei der Solidarność total gewann. Alles, was man ihm zugestanden hat, dass gewählt wird, gewann Solidarność. Schon im August der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident. Im Früh- oder Spätsommer, also Frühsommer oder späten April, im späten Frühjahr in Ungarn, dass die ersten Mauer sozusagen, die ersten Steine aus der Mauer fielen, weil die Ungarn die ganzen Befestigungsanlagen, die ganze herausnahmen. Als Ende Juni Mock und Horn, das heißt die beiden Außenminister Österreichs und Ungarns, das zelebrieren wollten, fanden die kaum noch Stacheldraht, den sie zerschneiden konnten, weil er eigentlich schon weg war, um dieses nochmal als symbolischen Akt zu zelebrieren. Das heißt, die Ungarn, wo dann ja auch im Laufe des Sommers und September das auch symbolisch gemacht wurde, dass man über Ungarn in den Westen kommt, sind 50.000 Leute abgehauen. Für uns in der Opposition in der DDR war Polen gewissermaßen wichtiger, weil wir sehen, man kann was verändern. Also insofern waren beide wichtig, beide Dimensionen, die die weg wollten und die die Opposition was verändern wollten, machten letztlich den Herbst 89 aus. Am 9. Oktober in Leipzig 70.000 Leute auf der Straße, da war ich sicher und andere, die schaffen es mit der Demokratie. Aber in dieser Zeit, in den Wochen danach, dachten wir, jetzt machen wir die Demokratie, Fragen von Einheit und sowas, das kommt danach. Erstmal müssen wir das gestaltet haben. Diese Teilung der Perspektive fiel am 9. November mit der Mauer. Als die Mauer fiel durch dieses Missverständnis mit Herrn Schabowski, war klar, die Einheit steht jetzt auf der Tagesordnung. Von da an war klar, müssen wiederum auch die Alliierten mitreden, die vorher nicht unmittelbar ein Teil des Geschäfts waren, sodass wiederum klar war, die Einheit muss verhandelt werden. Auch das etwas, was im öffentlichen Bewusstsein bis heute nicht präsent ist. Und deshalb wiederum, weil die Einheit verhandelt werden musste, mussten wir weitermachen mit der Demokratisierung. Denn wer sollte denn für die DDR verhandeln? Doch nicht die SED, die wir nicht gewählt hatten. Das heißt, wir brauchten erst legitime Vertreter, die die DDR vertritt, um dann in den Verhandlungsprozess zu gehen. Deshalb, was man sonst gar nicht versteht, also wenn Sie die Reden haben, verstehen Sie nicht, weshalb es nach dem 9. November noch einen runden Tisch gegeben hat. Als jüngere Leute müssen Sie ja fragen, sind die im Osten so blöd gewesen, dass sie nicht begriffen haben, was der 9. November bedeutet? Da war die Einheit auf der Tagesordnung. In der öffentlichen Erinnerung wird das auch meist so gefeiert. Aber man musste erstmal geregelte demokratische Strukturen schaffen. Über den runden Tisch mit einer freien Wahl, die dann im März stattfand. Dann hatten wir mit der freien Wahl eine legitimierte Regierung, die den Einigungsvertrag und auch 2+4 machen konnte. Insofern ist institutionell das ein klarer Weg der Selbstbestimmung der Ostdeutschen. Das Problem ist, dass in Ostdeutschland diese Perspektive bis heute nicht da ist. Warum nicht? Weil auch der Westen eine ganz andere Geschichte erzählt. Und zum Westen gehören sie, obwohl sie im Osten verkaufen. Aber die Prägung des Bildes ist ein westliches Bild, das geprägt ist von einem Kanzler der Einheit, der das alles gemanagt hat
und die im Osten waren immerhin so mutig, auf die Straße zu gehen und hatten immerhin die Intelligenz von zwei Schildern, die man schreiben konnte. Wir sind das Volk und wir sind Unruhe. Das ist aber ein politischer Prozess der Gestaltung und der Selbstbestimmung, war das Aufrecht Ganges im Selbstbewusstsein. Das fällt in der Erzählung der deutschen Einheit heute weitgehend weg. Und das finde ich gerade dann mit fatalen Folgen, zu denen wir vielleicht noch kommen. Die Frage zielt ja noch auf die weit verbreitete Verschwörungstheorie, dass die NASA seit 1990 heimlich Richtung Moskau marschiert und Genscher den Gorbatschow belogen hat. Nicht so abqualifiziert, die können anderer Meinung sein. Aber ich sehe das als ernstes Problem. Damit habe ich die Frage noch nicht beantwortet. Ja. Das ist gut, dass das in etwas polemischer Form erinnert. Es ist ja wirklich eine Diskussion gewesen, und da gibt es durchaus Zitate von Hans-Dietrich Genscher um die Jahreswende. Also wirklich die Zeit, so dann 89, 90, wo klar war, es bewegt sich was, man muss die Sowjets gewinnen. Die Amerikaner haben relativ schnell gesagt, wir sind für die deutsche Einheit, aber mit einer klaren Bedingung. Wenn das geeinte Deutschland in der NATO bleibt. Warum? Das war nicht nur Fürsorge, das war eine Frage der amerikanischen Interessen in Europa, weil klar war, die NATO als wichtigstes Bindeglied nach Europa, mit der NATO hatte die USA die Finger im Spiel dessen, was in Europa passierte, und das wollte sie auch in Zukunft. Das war die Bedingung. Diese Bedingung wiederum Herrn Gorbatschow zu verklickern, und dafür Akzeptanz zu gewinnen, war nicht so einfach. Auch ich war damals am Anfang völlig gegen die NATO. Die Erfahrungen, die wir mit der NATO gemacht hatten, waren nicht so toll. Und waren nicht alle so friedensliebend und demokratisch, wenn man sich anguckt, wer da alles drin war und was wir alles gemacht haben. Dass sie doch in 89 planten, erstens hatten sie eine Vorneverteidigung, wo immer klar war, in jedem Kriegsfall, die DDR ist futsch. Also wir 17 Millionen sind schon mal raus. Übrigens im Westen ja auch. Das heißt, das gehörte alles zu dieser Strategie. Dann hatte man Kurzstreckenraketen, die gingen gar nicht viel weiter als bis zu uns. Auch das war ein Teil. Die Briten wollten noch im Frühjahr 89 die Kurzstrecken modernisieren. Immerhin ist es Genscher gelungen, dieses Projekt vom Tisch zu kriegen. Aber das war die NATO, so wie wir sie sozusagen unmittelbar hatten, wo wir dachten, das ist auch nicht die feine Sache. Wir wollten Abrüstung, Entspannung, dass die ins Gespräch kommen. Das war die Ausgangslage, und deshalb war dann aber wiederum klar, man musste das aushandeln. Die Amerikaner waren ganz klar. Ich selber war im März das erste Mal in den USA und habe ehrlich gesagt in diesem Zusammenhang, so als oppositionärer Pfarrer, ich habe mich zwar immer für Sicherheitspolitik interessiert, aber den NATO-Vertrag habe ich erst dann wirklich gelesen. Und übrigens dann gut gefunden. Und dann begann bei mir zu dämmern, dass das sozusagen Sicherheit durch integrierte Strukturen zu schaffen, wichtig wäre. Aber natürlich brauchte die NATO eine völlig andere Politik. Und damit bin ich in die Verhandlungen gegangen. Ich wollte, dass die NATO sich grundlegend ändert, der Warschauer Vertrag, der auch eine politische Organisation war. Beide übrigens haben zusammen die Genfer Gespräche, die Abrüstungsgespräche getragen. Das heißt, ich hatte versucht, eine moderierende Rolle zu spielen mit der langfristigen Perspektive gesamteuropäischer Sicherheitsstruktur. Und das war meine Hoffnung. Im Westen ganz klar, die NATO sollte bleiben. Jetzt war die Frage, wie kann man Gorbatschow gewinnen? Hier gab es dann Äußerungen von Genscher, die sagten, wir wollen nichts tun, was für euch zum Nachteil reicht. Mhm. Und trotzdem bezog sich das nicht auf eine Erweiterung der NATO, es bezog sich immer auf Deutschland. Und die ganze Zeit ging es bei 2+4 immer um die Frage, wie soll das geeinte Deutschland aussehen? Mir war dann relativ schnell klar, es wird zumindest übergangsweise so, aber eine Hoffnung, Mitglied der NATO, sodass man dann gesamteuropäische Strukturen schafft. Und alle Äußerungen, die man aus dieser Zeit hat, wenn es um Nachteile ging oder Vorrücken der NATO, bezog sich nie auf die ostmitteleuropäischen neuen Demokratien. Das muss man als erstes wissen. Das Zweite ist, in den Verhandlungen gab es nie ein solches Versprechen an die Sowjets, dass die NATO nicht vorrückt. Es gab immer nur die Frage, wie sieht es aus mit dem Territorium der DDR? Und da war klar, zum Beispiel, bevor die Sowjets dann abziehen, was ja auch erst dann 1994 passierte, bis dahin sollen keine NATO-Truppen auf
auf dem Gebiet der DDR sein. Und übrigens ist es die einzige völkerrechtlich vereinbarte atomwaffenfreie Zone. Dauerhaft keine Atomwaffen in diesem Gebiet. Wichtig ist, dass man sich für die Zeit danach diesen Prozess vorstellt. Damals, wie gesagt, ging es um Sicherheit und dann ist nicht zu vergessen, der Vertrag von Paris, der KSZE damals, die sogenannte Charta von Paris, in der es hieß, Ost und West, die beiden Organisationen, NATO und Warschauer Vertrag, reichen sich die Hände. Man versucht, partnerschaftliche Strukturen zu schaffen. 1993 gab es den Vorschlag der Amerikaner, übrigens, um eine NATO-Erweiterung zu verhindern, gab es den Vorschlag, eine Partnerschaft für den Frieden zu machen. Das heißt, mit den Ländern, den ehemals kommunistischen Ländern, eine Partnerschaft, um an ihnen einen Vertrag für Zusammenarbeit, Strategiebildung und gemeinsame Kooperation anbot. Es war ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt, dass man allen Staaten den gleichen Vertrag anbot. Das heißt, Estland genauso ein, mit, was weiß ich, 2 Millionen Einwohnern, genauso ein wie der Sowjetunion. In 93 war sie schon gar nicht mehr da, aber Russland war auch noch groß genug. Und das war ein bisschen verrückt. Danach haben die Mitteleuropäer protestiert. 93 haben die Mitteleuropäer protestiert mit Havel und auch Walanza als Präsidenten, haben gesagt, ihr wollt uns draußen halten mit diesem Vertrag. Dann ist Frau Albright erst durch diese Länder gefahren, übrigens Rühe, Hochied, er hat es begriffen, hat damals schon gesagt, wir müssen diesen Ländern die Möglichkeit der Mitgliedschaft anbieten. Ich, ja, ein bisschen abseits der Strategie meiner Partei damals, habe das auch unterstützt. Das heißt, dass die Länder die Chance haben, die NATO-Mitgliedschaft zu haben. In die EU wollten sie sowieso, über die NATO hatte bis dahin keiner geredet. Erst mit Albright, damals mit dieser Reise 93, kam sie zurück mit der Botschaft, ja, die Partnerschaft für den Frieden kann ein erster Schritt hin zur Mitgliedschaft sein oder zu dauerhafter Partnerschaft. Das heißt, die NATO stand vor der strategischen Frage zu unterscheiden zwischen Kooperation und künftiger Integration. Das ist dann auch so gekommen. Übrigens parallel zur Europäischen Union, die diese Frage sehr viel strategischer, sehr viel früher hatte. Insofern nochmal kurz zusammenfassend, es gab eine solche Zusage nicht. Es gab mögliche Formulierungen im direkten Gespräch zwischen den Sowjets, also Gorbatschow und Bush damals, oder den Außenministern, darüber gibt es amerikanische Literatur, aber in 2+4 gab es dieses Versprechen nie. Ich darf nur mal kurz sagen, dass unsere Facebook-User das alles sehr, sehr interessant finden. Wird mir hier kommentiert. Okay. Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema, was wir jetzt besprochen haben. Gab es eigentlich je die Möglichkeit, dass auch die Sowjetunion oder Russland dann in die NATO, in der NATO mitarbeitet? Ja, auch darüber gab es ja Gespräche. Dies wurde damals vorgeschlagen, übrigens von Lafontaine. Ja. Aber ich sage, es ist eine Schnapsidee. Weil wir uns ansehen müssen, die NATO, und ich bin im Laufe der Jahre ein richtig Verfechter der NATO geworden, weil die NATO ein Instrument sicherheitspolitisch ist, in dem man Sicherheit in integrierten Strukturen organisiert. Man stelle sich einfach mal vor, und heute sind wir durchaus in einer so schwierigen Situation in Mittel- und Osteuropa. Man stelle sich vor, nach 1990 hätten alle neuen Demokratien ihre Sicherheit nur national organisiert. Können Sie sich vorstellen, was Polen heute für ein Sicherheits- oder Militäretat hätte? Polen mit dieser Angst und der Unsicherheit gegenüber Russland. Wenn Polen nicht die Sicherheit gehabt hätte, Teil der NATO zu sein, und das gilt für die baltischen Staaten noch viel mehr, dann hätten die ihre Militäraushalte hochgejagt. Das heißt, die Gefahr, dass dort faktisch Militärdiktaturen entstehen, wo Sicherheit first und Demokratie hinten ansteht, wäre eine immense Gefahr gewesen. Das heißt, es war von ungeheurer Bedeutung nach 1990, dass die NATO die Offenheit hatte für künftige Mitglieder und dass die neuen Demokratien die Möglichkeit hatten, Mitglied der NATO zu werden. Ich selber habe mich um die Jahrtausendwende kurz danach dafür eingesetzt, dass auch die baltischen Staaten Mitglied der NATO werden können. Damals war die Bundesregierung noch sehr dagegen,
Ich habe einen Brief organisiert mit europäischen Abgeordneten an den amerikanischen Senat, die damals auch noch nicht entschieden waren, wo wir gesagt haben, lasst auch die baltischen Staaten, gebt denen die Möglichkeit, Mitglied der NATO zu werden und Russland darf hier kein Veto haben. Für uns als Deutsche ist das sowieso die historische Verantwortung. Der Hitler-Stalin-Pakt hat die baltischen Staaten an Stalin faktisch verkauft. Das heißt, Hitler und Stalin, das heißt Deutsche und Russen tragen hier eine Verantwortung, auch eine über das Jahrhundert hingehende und bis heute gehende. Deshalb war ich dafür und außerdem natürlich war es zentral, dass sie eben eingebettet sind in dieses Sicherheitsgefüge und das gilt für die anderen neuen Demokratien ebenso. 2007 hat ja Putin in der Sicherheitskonferenz in München eine bemerkenswerte Rede gehalten, die auch immer wieder zitiert wird. Ich hatte damals die Chance, unmittelbar zu reagieren und habe ihm meine Überzeugung gesagt, dass es für Russland in meinen Augen am besten wäre, wenn alle seine westlichen Staaten Nachbarn in der NATO wären. Dann wäre wahrscheinlich 2008 das, was Saakaschwili, der georgische Präsident, gezündelt hat in Südossetien, nicht passiert. Dann hätte man ihm auf die Finger geklopft. Die Russen waren ja nur wild darauf und haben dann gleich vieles erobert, was natürlich genauso unrecht war und rückgängig gemacht werden muss mit Abchasien und Südossetien. Aber und den Eroberungen, die zum Teil heute noch besetzt sind. Aber hier wirklich zu sehen, dass verantwortungsvoll in integrierten Sicherheitsstrukturen gearbeitet und gedacht wird, halte ich für zentral. Natürlich spielt die Europäische Union dafür dann auch noch eine zentrale Rolle und für uns gerade heute im heutigen transatlantischen Verhältnis ist es wichtig, dass wir als Europäer begreifen, dass wir auch mehr für unsere Sicherheit tun müssen. Ich hätte eine Frage. Sie haben eben gesagt, Sie haben in New York oder Washington, als Sie das erste Mal rübergeflogen sind, den Vertrag erstmals gelesen, den transatlantischen Vertrag. März 1990. Ja. Genau. Mhm. Und Sie haben dann gesagt, dann fanden Sie ihn gut, als Sie ihn gelesen haben. Warum? Ich fand ihn gut, weil er deutlich macht, dass erstens freiheitliche Demokratie Mitglieder sind. Dazu muss man gleich noch was sagen. Und zum Zweiten eben, dass es integrierte Sicherheitsstrukturen sind, wo der eine für den anderen einsteht. Das ist ein ganz kurzer Vertrag, der politisch so oder so ausgelegt wurde und auch immer wieder ausgelegt wird. In dieser Kürze und Prägnanz, da habe ich 1990 dann damals auch gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass der NATO-Vertrag Ausgangspunkt oder Nukleus sozusagen Kern einer europäischen Sicherheitsstruktur sein kann. Und davon bin ich noch heute überzeugt. Und jetzt komme ich wieder zu Russland, jetzt gehört damit dazu. Deshalb war es wichtig, dass zum Kriterium für Mitgliedschaft in der NATO Demokratie gehört. Und die NATO ist wiederum ein Sicherheitsbündnis, das ungeheuer labil ist. Es ist sehr wenig wirklich strukturell geregelt. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle Demokratien sind oder eben, meinetwegen mit den Amerikanern eine verlässliche Macht da ist, aber wir sehen ja heute, was mit den Amerikanern los ist. Das heißt, die NATO braucht verlässliche Partner. Weshalb ich übrigens 2008 durchaus dafür war, dass Georgien und Ukraine die Perspektive der Mitgliedschaft bekommen. Aber natürlich nur, wenn dieses akzeptiert ist in den Ländern selber, und wenn es entsprechende demokratische, verlässliche Strukturen gibt, und da sind beide Länder noch weit entfernt davon. Sofort kommt die Frage der Türkei, und da zeigt sich, dass eben auch die NATO in der Zeit des Kalten Krieges diese zweite Dimension der Demokratie aus geopolitischen Gründen nicht so stark befürwortet hat. Immer wieder war die Türkei oder auch Griechenland dann als Diktatur Teil der NATO. Insofern ist das ein Teil auch der problematischen Geschichte. Es ist nicht alles schwarz oder weiß und wenn wir in die Zukunft schauen, wird es, wie ich befürchte, auch so sein. Wir haben heute ja nicht einen neuen Ost-West-Konflikt in Europa, eigentlich sogar zwei, einen zwischen der EU und Russland und einen innerhalb der EU. Der eine wird recht kriegerisch ausgetragen, der andere vor Gericht. Wie kommen wir denn da wieder raus aus dieser neuen europäischen Spaltung?
bleibe jetzt bei der EU. Ja. Ich denke, dass die EU dass überhaupt die Demokratien Europas ein großes Problem haben. Und wir in Deutschland auch. Wir sehen ja die AfD im Bundestag, wir sehen Pegida und ähnliche Bewegungen, die der etablierten Demokratie wenig zutrauen. Und das ist nicht nur im Osten der Fall, sondern im Westen auch, wenn wir an Le Pen, wenn wir an Niederlande und an andere denken. Dies ist ein Problem und eine Herausforderung, die wir als Demokratien versuchen müssen zu bewältigen. Und das sind Fragen an uns alle, da habe ich keine Rezepte. Aber dazu gehört, dass wir die Beteiligung verstärken der Bürger und dass wir versuchen, glaubwürdig zu agieren. Da sind wir dann auch schon wieder bei durchaus Gegenwartsfragen in Deutschland. Das heißt, klare Perspektiven zu geben und die Bürger zu beteiligen. Das ist zentral. Hier ist es eine Vertrauensfrage. Wir haben eine Vertrauenskrise in Europa, ein Vertrauen in politische Führung, das ist verloren gegangen. Und das ist ein eklatantes Problem, das man nicht Einzelnen nur zuschreiben kann, sondern wo wir uns alle fragen müssen, wie wir diese Demokratien wieder stabilisieren können. Insofern sehe ich eine Demokratiekrise sehr parallel zu der europäischen Krise. Natürlich geht es dann auch um die Institutionen der Europäischen Union. Ich fand es eine hervorragende Leistung von Martin Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments, wie er dieses Parlament in seiner Bedeutung nach vorn gebracht hat und damit auch die europäischen Institutionen. Wir haben immer wieder eine Tradition, das war bei Gerhard Schröder so und das ist bei Angela Merkel so, dass bei Krisen oder wenn es um schwierige Fragen geht, dass die großen europäischen Staaten sich zusammentun und die europäischen Institutionen klein halten. Ich halte das für ein Problem. Und wenn die Politiker der Nationalstaaten Europa nicht stark machen, ja, wer soll es denn sein? Auch Europa ist nur so stark, wie wir als Europäer diesen Institutionen Raum geben, entsprechend zu entscheiden. Und da sehe ich auch für die Zukunft eine zentrale Herausforderung. Das heißt natürlich, dass wir auch den Institutionen Stabilität verschaffen müssen. Also ich glaube schon, dass die Euro-Länder möglicherweise eigene Strukturen brauchen, die natürlich auch demokratisch ausgerichtet sein müssen, um hier Stabilität zu schaffen. Und es wird hier nicht alles nach deutschem Muster gehen können. Insofern wird es von immenser Bedeutung in der Zukunft sein, dass wir so schnell wie möglich eine Regierung haben, die mit Frankreich und anderen versucht, Europa zusammenzuhalten. Also das ist von zentraler Bedeutung. Die Frage des Ostens war jetzt insbesondere Polen und Ungarn. Und hier ist es natürlich so, dass in diesem Transformationsprozess nationalkonservative Kräfte Oberhand gewonnen haben, die zuallererst auf die nationalstaatliche Tradition schauen. Das hat übrigens, wenn man jetzt an diese 100 Jahre denkt, über die wir vorher sprachen, Polen feiert dieses Jahr 100 Jahre unabhängiges Polen, nachdem es über 120 Jahre keine Staatlichkeit hatte. Das sitzt tief im polnischen Bewusstsein. Und man fühlt sich eingeengt zwischen Russland und Deutschland. Und ein antideutscher Komplex ist sozusagen durch die Geschichte, oder zumindest ein kritischer deutscher Aspekt, ist gewissermaßen in den Genen eingeflochten. Und deshalb ist das eine ständige Herausforderung für uns auch, diese Kooperation sorgsam mit Bedacht zu pflegen. Aber natürlich auch immer auf der Grundlage der Verträge. Und insofern ist da, wenn hier das Verfassungsgericht und überhaupt die unabhängige Justiz zerstört wird, wenn die Unabhängigkeit der Medien kaputt gemacht wird, ist das eine Herausforderung, die wir nicht einfach so stehen lassen können. Insofern finde ich das Vertragsverfahren richtig. Aber ich finde auch richtig, wenn Juncker, der Kommissionspräsident, gesagt hat, wir müssen im Gespräch bleiben und zu versuchen, auch den neuen Ministerpräsidenten zu überzeugen, dass man, dass sie möglichst ihre Position verändert in der Zerstörung der Unabhängigkeit der Justiz. Aber das ist ein längerer und schwieriger Weg, der nur mit Überzeugung und nicht mit Rummäkelei an Europa geht. Man stelle sich mal vor, wie hätten die Europäische Union nicht. Was hieße das sicherheitspolitisch? Was hieße das global? Europa würde in die Bedeutungslosigkeit versinken.
Übrigens auch wirtschaftlich. Wir als Exportweltmeister sind doch die größten Profiteure der Europäischen Union des Binnenmarktes. Und dass gerade Deutsche zu einem Anteil, wie wir es bei der Bundestagswahl gemerkt hatten, antieuropäische Position haben, dem muss man entgegentreten. Das ist natürlich auch eine Aufgabe so einer Zeitung, dass hier klare europäische Töne zu hören sind, dass hier deutlich gemacht wird, dass alle Herausforderungen, vor denen wir stehen, in der Klimafrage, in der sicherheitspolitischen Frage, in Frage der Flüchtlinge, in der Frage des Terrorismus, in der Frage der inneren Sicherheit, all das sind Themen, die wir nicht mehr nationalstaatlich lösen können. Und hier effektiver zu sein als Europäische Union, bessere Strukturen zu schaffen der Einigung, hier Vorschläge zu machen und Einigungen zu suchen und solidarisch zu sein. Und übrigens nicht erst solidarisch zu sein, wenn es uns selber betrifft. Wie lange hat Deutschland, solange es die südlichen Länder mit Migranten betraf, die über das Mittelmeer kamen, gesagt, wir haben ja die Dubliner Erklärung. Ihr behaltet die Flüchtlinge das erst da, wo sie zuerst hinkommen, da bleiben sie. Also blieben sie bei Italien und Frankreich. Man hat die Südeuropäer allein gelassen. Erst als vor 2-3 Jahren so viele hier zu uns kamen, haben wir gesagt, wir müssen solidarisch sein. Also auch hier müssen wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich gilt es, solidarisch zu sein, aber auch zu sagen, lasst uns in konkreten Schritten sehen. Und wenn Polen und Ungarn nicht die Flüchtlinge nehmen, sollen sie meinetwegen Kompensation dafür bezahlen. Und wir versuchen, die Dinge auf anderem Wege in starker Konsenssuche zu lösen. Ich hätte hier eine Frage von unserem Facebook-Fan Hartmut Kirchner, der das der auch schon vorher kommentiert hatte, das sehr interessant findet. Der fragt, welche Rolle spielen Sie heute noch in der Bundes-SPD und welchen Einfluss haben Ihre Worte auf die Entwicklung der SPD heute in Deutschland? Also ich bin der Parteimitglied und werde das immer bleiben, als jemand, der im Osten Deutschlands die SPD gegründet hat. Ich habe aber heute keine Parteifunktion und ich habe ja einen Vorschlag gemacht nach dem Scheitern der Jamaika-Bemühungen. Weil ich der Meinung war, es wäre gut, ein klares Signal auch von Veränderungen zu geben. Mein Vorschlag an die SPD-Führung war, dass man sich mit den Grünen zusammensetzt, mit den Grünen einige zentrale Eckpunkte macht, wo man sagt, hier können wir uns einigen. Und dann gemeinsam mit den Grünen der Union eine Koalition anbietet. Ich hätte das einen sehr guten Weg gefunden, weil immer klar war, SPD sucht eine Machtoption, weil man sie immer nur an Koalitionen hat, natürlich mit den Grünen. Das heißt, da wusste man, kann man sich einigen. Auch wenn das immer schwer ist, Einigung, aber da gab es eine Perspektive. Und auch in den Jamaika-Verhandlungen konnten die Grünen mit Frau Merkel ja durchaus vorankommen. Die sind nicht ausgestiegen. Also wäre das eine Perspektive gewesen, man hätte auf größere Augenhöhe miteinander verhandelt, CDU, CSU und Rot-Grün auf der anderen Seite. Man hätte sich aber versprechen müssen, man lässt sich von der Union nicht auseinanderdividieren. Ein solcher Ansatz wäre, glaube ich, auch unter den Parteimitgliedern der SPD durchaus überzeugender gewesen. Ich finde es schade, dass man das nicht versucht hat. Ich glaube, dann wäre man heute an einer anderen Stelle als in den Diskussionen, die wir jetzt haben. Aber wie gesagt, ich habe den Vorschlag gemacht, er ist nicht gehört worden. Daran können Sie sehen, welche Rolle ich in der SPD spiele. Ich möchte nochmal zu den Wahlen, Sie haben es ganz kurz erwähnt, 90 zurückkommen. Hat Sie das Ergebnis überrascht? Also ich war damals in der Forschungsgruppe Wahlen und mich hat das Ergebnis wie so viele überrascht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die SPD keinen Plan B hatte. Sie sprechen jetzt von der Wahl 1990? 1990, erste von der demokratische Wahl. Von der ersten demokratischen Wahl im März. Genau. Ja, es ist jetzt ganz wichtig, genau den präzisen Ort. Hier müssen Sie sich deutlich machen, ich hatte versucht, den Kontext darzustellen. Wir hatten den runden Tisch. Genau. Und der runde Tisch hatte die Aufgabe, unter anderem das Wahlgesetz zu machen. Auch das konnte man der SED ja nicht überlassen, dass sie das Wahlgesetz machen. Das heißt, das Wahlgesetz zu erarbeiten. Und dann haben die es zwar beschlossen, aber wir haben es gemacht. Und dann ging es natürlich auch um die Stasi-Fragen und viele andere Dinge am runden Tisch. Wir hatten dann die Perspektive der freien Wahl. Hier war schon die Debatte. Im Vorfeld war klar,
es geht um die deutsche Einheit. Also seit dem 9. November stand die deutsche Einheit auf der Tagesordnung. Und dann ging es ja darum, wie will man die deutsche Einheit gestalten? Wir haben im Dezember und dann nochmal intensiver im Januar eine Erklärung gemacht mit der Botschaft, wir wollen die deutsche Einheit. Sie muss von beiden deutschen Staaten gestaltet werden. Und zwar so, dass niemand sie befürchten muss. Weder die europäischen Nachbarn, weshalb wir sofort sagten, Anerkennung bedingungslos der Oder-Neiße-Grenze, aber auch die sozial Schwachen. Das heißt, auch ein DDR-Bürger sollte Interesse daran haben können, und zwar langfristig und nicht nur kurzfristig. Und deshalb musste man natürlich verhandeln und klären, im Interesse der DDR-Bürger, wie diese zwei völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen zusammengebracht werden. Das war ja nichts, was man so aus dem Hut machen konnte. Versicherungsfragen, Eigentumsfragen, alles war anders strukturiert. Über alles musste man Lösungen finden, wie man das löst. Insofern war die Verhandlungsdimension von zentraler Bedeutung. Deshalb ging es darum, eine überhaupt erstmal eine Wahl zu haben und einen eigenen Staat, der das verhandeln konnte. Die andere Seite, die Blockparteien, und da muss man jetzt wiederum sagen, die sogenannte Allianz für Deutschland. Wir müssen uns mal überlegen, wie die zustande kam. Die kam ja zustande, nicht durch eine Parteigründung wie von uns her, aus der Opposition heraus, sondern das war die Ost-CDU, die eine etablierte Blockpartei war. Am runden Tisch übrigens, der ja die Konstruktion hatte, da sitzen die Regierenden und da sitzt die demokratische Opposition. Da saß also auf der einen Seite die SED-Regierung mit ihren Blockparteien, einschließlich CDU. Sie saßen auf dieser Seite des Tisches. Also Herr de Maizière war als stellvertretender Ministerpräsident von Herrn Modrow Teil der herrschenden Seite des runden Tisches. Und auf der anderen Seite saß die Opposition. Und dann haben die Blockparteien im Laufe dieser Wochen ganz schnell versucht, diesen Zusammenhang zu verwischen und möglichst sich anders zu gestalten. Und für die Blockparteien war es natürlich auch relativ einfacher. Die mussten die 10 ersten Leute an der Spitze austauschen und konnten dann so tun, als wären sie alle schon Demokraten. Dafür hatten sie aber einen Parteiapparat, Zeitungen, Strukturen im gesamten Land. Manfred Stolper hat damals im Januar 1990 der CDU geraten, obwohl zum Beispiel Rühr als Generalsekretär der CDU das gar nicht wollte. Der war heftig dagegen. Kohl am Anfang auch. Die wollten mit der Ost-CDU nichts zu tun haben, weil sie wussten, das sind eigentlich hauptsächlich, wie hat Böhme, wie der Stasi-Agent immer gesagt, sozusagen SED-Mitgliederabteilung Christen. Sozusagen, da hat es, war gegen den guten Geschmack für viele in der CDU. Aber dann, und da hat Stolpe diesen Rat gegeben, sagt er, macht politisch, das ist doch für euch viel besser, wenn ihr das macht. Und dann hat sich das durchgesetzt. Das heißt, dann hat die West-CDU eine Partnerschaft mit der Ost-CDU gemacht und brauchte natürlich ein paar Weißwäscher. Das heißt, der demokratische Aufbruch, Oppositionsbewegung und DSU, dieser Ableger von der DSU in Leipzig, die hat man dazu genommen. Und insofern hatte man eine weißgewaschene, etwas gewendete Ost-CDU, die natürlich als solche auch in der Öffentlichkeit kein Vertrauensfaktor war. Also de Maizière, wie gesagt, am Anfang an der Seite der SED, am Ende dann in dieser Frage, die Leute in der DDR blickten auf die Bundesregierung, weil sie sagten, die müssen es machen. Und im Wahlkampf 1990 habe ich es erlebt, als wir mit Willy Brandt unterwegs waren, dass ein älteres Ehepaar kam und sagte, wir würden sie ja so gerne wählen, aber es geht nicht. Die CDU hat das Geld und das brauchen wir jetzt. Wir müssen jetzt die CDU wählen. Die hatten gar nicht begriffen, wie Regierung läuft, dass es da einen Haushalt gibt aus Steuermitteln, den sozusagen eine Regierung dann entsprechend verwaltet und ausgibt. Die haben gelernt, was sie in der Schule gelernt haben. Und was war das? Da gibt es die guten Kommunisten, dann gibt es die CDU als Partei des Kapitals und die SPD als Revisionisten, die Verräter der Arbeiterklasse. Und nach diesen Prinzipien haben sie gewählt. Die Kommunisten wollten sie nicht mehr, sie brauchten das Kapital,
also da, wo es Geld ist, und die wählen wir, zumal sie in Bonn regieren. So kam das Wahlergebnis zustande, zumal ihnen ja auch gesagt wurde, Einheit sofort als Wohlstand sofort. Und die blühenden Landschaften, die ja dann schon zum Sprichwort geworden sind, haben ja mit diesem Versprechen dann zu tun gehabt. Die Verhandlungen, ich habe mich ja immens bemüht, und nicht nur ich, sondern in der Regierung haben wir uns bemüht, ordentliche Verhandlungen zu führen. Man muss ja sagen, die eigenen Bürger hatten gar kein Interesse daran, dass wir gute Verhandlungen führen. Daran hatten sie erst später Interesse. Die wussten und wollten eigentlich die D-Mark sofort, die Einheit sofort, weil sie glaubten, das ist der Wohlstand. Haben Sie das sofort erahnt, dass das ostdeutsche Volk so konservativ ist eigentlich, dass Sie als Sozialdemokraten überhaupt keine Chance hatten? Ehrlich gesagt, am Anfang nicht. Also, meine, wir waren einfach Intellektuelle der Opposition. Natürlich hatten wir auch bestimmte Kreiden. Natürlich waren wir auch naiv. Das ist doch völlig klar. Für diesen ganzen Prozess, meine, wir hatten, also ich und ein paar andere mit dem Martin Gutzeit, mit dem wir uns lange mit Philosophie beschäftigt hatten, wir hatten ein paar Kategorien für politische Theorie und sowas. Aber eine der schockierendsten Erfahrungen war, was ja auch Ihre Zeitung auszeichnet, dass man sozusagen in Kürze die richtige Botschaft haben muss und es sich nicht lange darstellen kann. Also in 1,30 einen komplexen Sachverhalt darzustellen, dazu waren wir nun wirklich nicht in der Lage. Und das schnell rüberzubringen und das so rüberzubringen, dass es die Leute abholt, das sind Fragen, die musste man dann erst wirklich mühsam lernen. Heute feierte Gregor Gysi seinen 70. Geburtstag. Wurde in den Medien, MDR, RBB hauptsächlich hoch und runter gefeiert. Ich bin ein bisschen nachdenklich, wenn ich an die Männer der ersten Stunde denke, so wie Sie oder Werner Schulz, der heute irgendwo im Nirgendwo im Europaparlament sitzt, Günter Noke, der Beauftragter für Afrika ist, der CDU. Die sieht man gar nicht mehr, die sind doch eigentlich, ich will nicht sagen, unter die Räder gekommen. Erfüllt Sie das manchmal mit Ärger oder vielleicht sogar Bitterkeit? Also, das ist wirklich eine spannende Frage, würde ich jetzt erst mal sagen, weil ich Gysi das nicht neide. Also worauf ich neidisch bin, ist seine ungeheure Fähigkeit zu reden und den Leuten ins Auge zu schauen und Botschaften rüberzubringen, das ist eine immense Fähigkeit, die er hat und die er natürlich auch entsprechend ausgenutzt hat für seine Ziele und die Ziele seiner Partei, aber das kann man ihm nicht vorwerfen. Und jetzt müsste man natürlich vieles zur PDS oder der Linken sagen, aber es geht ja jetzt um die Personen und hier ist die Frage eine Frage an die Parteien jeweils. Natürlich ist es eine Frage an die SPD. Wie geht man mit dem Personal um? Dass hier es keine automatische Verdienststruktur geben kann in der Politik, ist auch klar. Meine, jemand ist nicht wegen seiner Verdienste in der Vergangenheit dauerhaft in irgendeiner spezifischen Position. Übrigens auch Opposition oder ein konkretes politisches Verhalten in einer revolutionären Situation heißt ja noch lange nicht, dass man Fähigkeiten hat, ein guter oder erfolgreicher Politiker zu sein. Rhetorisch, im Zugehen auf Menschen und dergleichen. In der Opposition braucht man Mut, Denkvermögen, manchmal ein bisschen auch Unvernunft, weil man sonst nicht mutig genug wäre. Also dass wir zu zweit am Anfang die Idee hatten, eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen, als evangelische Pastoren und die Machtfrage zu stellen, würde man ja normalerweise evangelischen Pastoren nicht zuschreiben. Und war ja vielleicht auch ein bisschen vermessen, aber wir haben es gemacht und das war ja auch erfolgreich. Das heißt, solche Fähigkeiten sind nicht automatische Fähigkeiten, die gebraucht werden in einer parlamentarischen Demokratie, übrigens auch in Medien aufzutreten. Mein Freund Martin Gutzeit hat diese Gabe so nicht und hat dann eine andere Funktion nach 1990 gehabt. Er war jetzt 25 Jahre ja Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und hat dann hervorragende Arbeit in Fragen der Aufarbeitung gemacht. Ähnlich gilt es natürlich auch für andere. Trotzdem
gibt es ja ein paar Leute, die lange in der Politik waren, wie ich selber. Und insofern müssen Sie diese Fragen dann an die Parteien stellen, ob Ihnen diese Tradition, für die wir stehen, als Identitätsmerkmal der eigenen Partei wichtig ist. Das ist eine Frage an die SPD. Und wenn ich an die CDU denke, dann ist dort die Frage, wie stark hat man sich eigentlich in der CDU mit diesem Image, ich sage nochmal diese Formulierung, SED-Abteilung Christen, die sie ja auch gar nicht waren, man musste nicht Christ sein, um in die CDU zu gehen. Mit dieser Geschichte hat man sich in der CDU bis heute nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich glaube, das wäre mal dran. Und da gehört übrigens Nurke nicht dazu. Nurke ist dann einer von den Neuen. Und so. Also diese Auseinandersetzung mit der eigenen Parteigeschichte durchaus auch mal kritisch, wäre ja was, was vielleicht gerade bis zum 30. Jahrestag eine echte Aufgabe wäre. Ich habe vielleicht eine mentalitätsgeschichtliche Frage. Also Sie haben mir das Zusammenwachsen von Europa in den vergangenen 20 Jahren sehr plastisch geschildert. Wir haben aktuell wieder einen Krieg, den ersten seit den 90er Jahren in Europa, also nicht erklärten Krieg, aber einen Krieg in der Ostukraine. Sie haben auch von den Ängsten der Balten gesprochen in Bezug auf Russland und auf der Polen auf Russland. Warum fällt es gerade den Deutschen so schwer, also diese Ängste auch der, dieser Länder ernst zu nehmen und also gerade gegenüber Russland, und warum überdeckt Russland diese ganzen, ja, diese ganze Politik, die ganzen Empfindungen, die wir als Deutsche gegenüber Osteuropa haben? Vielleicht nehme ich als ersten Punkt. Das ist eine weise Frage sicherlich, aber sicherlich sehr aktuell. Also, weil Sie sind, glaube ich, auch jemand, der gelernt hat, diese Ängste ernst zu nehmen, auch die Probleme und Geschichte, die Problemempfindung der osteuropäischen Staaten aus ihren eigenen Interessen heraus ernst zu nehmen. Vielleicht nehme ich mal den Versprecher am Anfang, mit dem ersten Krieg, zum Anlass, zumindest auf den Westbalkan hinzuweisen. Ich habe die da seit den 90ern, ja. Denn das war ja damals unser Schock in den 90er Jahren. Wir glaubten an Frieden, eine Friedenswende, Ende des Kalten Krieges, und hatten dann den Schock der Balkankriege mit all dem Furchtbaren, was ja auch manche Kategorien durcheinander gebracht hat. Wenn wir glaubten, und am Anfang ja auch die damalige Bundesregierung, deutsche Soldaten im Ausland, das geht überhaupt nicht. Und wir hatten ja einen ganz schwierigen Diskussionsprozess in den 90er Jahren auch zu begreifen, und dann sogar eben mit Rot-Grün, die dann auf dem Balkan die erste Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Also dass auch Frieden und eine solche Sicherheitspolitik auch eine militärische Dimension hat. Und übrigens als Herausforderung heute, weil es gerade wieder in den Zeitungen ist und die bulgarische EU-Präsidentschaft, der mit Recht gesagt hat, dass die Mitgliedschaft des Westbalkans, der westbalkanischen Länder, eine Herausforderung ist. Und wir haben unseren Blick jetzt immer dort weggewendet. Ich halte es für zentral, dass wir uns dem wieder zuwenden und natürlich, wie gesagt, nicht als Geschenk, sondern mit den entsprechenden Kriterien, die ja alle festgelegt sind, aber die Bemühung, ihnen auch dabei zu helfen, wirklich Mitglieder der Europäischen Union zu sein, ist zentral. Denn was auf dem Kosovo und anderswo an Destabilisierung, an organisierter Kriminalität da ist, kriegen wir nur über die Mitgliedschaft entsprechend in den Griff. Also das wollte ich als Botschaft noch voranschieben, aber jetzt zur Ostukraine. Ich glaube, dass hier ein verhängnisvolles Missverständnis in Deutschland sehr häufig ist. Ein Missverständnis, dass man die richtige Botschaft falsch interpretiert. Die richtige Botschaft ist, Europa braucht auch klare Verhältnisse mit Russland, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, europäische Sicherheit ohne Russland wird nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, ein richtiger Satz. Die Frage ist nur, was das bedeutet. Eine zweite Beobachtung ist, dass wir natürlich uns, und das gilt nicht nur auf Russland, unserer Geschichte und unserer historischen Verantwortung bewusst sein müssen. Und das ist aber eben nicht nur Russland, sondern das betrifft die Sowjetunion und übrigens Polen und die anderen Länder aus Mitteleuropas. Das heißt, hier wird sehr oft von vielen, die auf Russland fixiert sind, die historische Verantwortung reduziert auf Russland, was ein völlig schiefes historisches Bild ist. Denn
unsere Verantwortung haben wir gegenüber den Völkern der Sowjetunion mit all dem, was da passiert ist. Und auch der Holocaust, der Mord an den europäischen Juden, den haben wir Deutsche in Polen veranstaltet, in Belarus, in der Ukraine, in Russland und natürlich noch in vielen anderen Ländern. Aber die größten Zahlen waren in diesen Ländern. Und übrigens dann weiter östlich von Polen, gar nicht mit industriellen Mitteln, sondern mit einzelnen Massenmorden durch Erschießen. Was ja auch heißt, wie viele Menschen daran beteiligt waren. Also insofern ist das Bild, glaube ich, sehr viel komplexer, das wir in den Blick nehmen müssen. Der Hitler-Stalin-Pakt ist von zentraler Bedeutung, der auch aus dem deutschen Bewusstsein ja weitgehend verschwunden ist und übrigens auch aus dem westeuropäischen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung als Deutsche und als Russen gegenüber den Ländern, die dazwischen liegen, die gewissermaßen Hitler und Stalin verkauft und sich gegenseitig zugeteilt haben. In diesem Bereich floss Blut von beiden großen totalitären Diktaturen. Und auch in den Jahren 39 bis 41, als dann die Sowjets in Polen einmarschierten, nachdem wir erst in Polen einmarschiert waren, nachdem sie die baltischen Staaten besetzten und Polen, also der ganze heutige westliche Teil von Ukraine und Belarus, gehörte damals zu Polen. Was dort ein Massenmord stattfand, hatte aber schon vorher unter Stalin begonnen. All das sind Dinge und Zusammenhänge, die im europäischen, auch im deutschen Bewusstsein überhaupt nicht da sind. Gehen Sie mal in eine deutsche Schule und fragen danach. Man wird es nicht wissen und nicht nur an den Schulen nicht, sondern auch bis hin in viele Redaktionen. Und deshalb glaube ich, ist das eine Herausforderung, die für dieses Jahrhundert von so großer Bedeutung ist. Und erst wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, wissen wir, wir haben diese historische Verantwortung nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber der Ukraine. Und wenn die Europäische Union, und so würde ich es nennen, die Lehre, die Institution und Gestalt gewordene Lehre der Verbrechen und der furchtbaren Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, dann ist gerade diese europäische Perspektive ja die Institution gewordene Verantwortung, die wir als Europäer haben und wir als Deutsche natürlich insbesondere. Und deshalb, wenn ein Volk wie die Ukrainer auf dem Euromaidan für Europa stehen, für die Assoziierungsverträge, weil Janukowitsch sie auf russischen Druck nicht unterzeichnen wollte, wenn da Abertausende und eben nicht nur im Westen der Ukraine, sondern in der Zentralukraine und sogar im Osten dafür eingestanden sind und sich durchsetzen im Endeffekt sogar und Janukowitsch zum Teufel jagen, dann ist das ein Euroaufstand gewesen, der deutlich macht, hier ist Geist von deinem Geiste und hier sind wir zur Solidarität verpflichtet. Und das haben wir in Europa, glaube ich, bis heute zu wenig begriffen. Und wenn Herr Putin die Krim annektiert und in der Ostukraine einen verdeckten Krieg führt, dann ist er der Aggressor, den man in die Schranken weisen muss. Man muss sich ja noch mal deutlich machen, dass die Ukraine nach 1990 freiwillig Atomwaffen abgegeben hat. Da gibt es das Budapester Agreement, die Vereinbarung, wo auch Russland gemeinsam mit westlichen Mächten garantiert hat, die territoriale Integrität dieses Landes. Und dann greift Russland zu in nationalistischer Weise der Machtsicherung. Denn es hatte natürlich alles damit zu tun, dass Herr Putin, als er wieder Präsident wurde und das mit einer sogenannten Wahl machte, dann aber auch Leute dagegen aufstanden, es auch Demonstrationen gab. Und insofern ist das, was sozusagen Farbenrevolution dann in Europa ist und diese Orange Revolution bzw. dann der Euromaidan, das ist ein Schock im Machtbewusstsein von Putin. Und Putin hat bis heute ja nicht nur, dass er ein russischer Patriot ist, das kann ich ihm immer zugestehen. Jeder sollte für sein Land Patriot sein, aber auf der Grundlage der Werte, die wir heute gemeinsam international anerkannt haben. Putin aber anerkennt die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit seiner Nachbarn nicht an. Er ist imperial denkend und jedem, der so denkt, muss man heute klar entgegentreten und Grenzen setzen. Und das ist unsere Aufgabe als Deutsche und als Europäische Union. Zu diesem bevorstehenden Jahrestag am 5. Februar, an dem die Mauer länger gefallen ist, als sie gestanden hat, damals
war die Mauer ja das sichtbarste Zeichen des damaligen Kalten Krieges. Der Fall, dieser 9. November, war das sichtbare Zeichen des Endes des Kalten Krieges. Heute haben wir, wie gerade eben schon besprochen, einen neuen Kalten Krieg in Europa zwischen NATO und Russland, zwischen EU und Russland, der sich in Form von Sanktionen, in Form von diesem unerklärten Krieg äußert. Welche Mauer müsste denn da fallen, damit der zu Ende ist? Also ich bin skeptisch bei dieser Formulierung des Zweiten Kalten Krieges, weil ich glaube, die Unterschiede sind größer als die Gemeinsamkeiten. Deshalb würde ich unterscheiden wollen, diese Frage des Jahrestages der Mauer. Für mich ist die Mauer natürlich ein Teil meiner eigenen Lebenserfahrung. Ich war 61, stand ich kurz vor meinem 9. Geburtstag. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Familie in der Nähe von Brandenburg, an so einem brandenburgischen See, machten wir Urlaub und meine Eltern hingen an so einem kleinen Transistorgerät mit Freunden und hörten, was da passierte in Berlin. Schockiert. Mein Vater stammt aus Wuppertal, meine Mutter ist im Westen Berlins aufgewachsen. Das heißt, die ganze Familie, übrigens auch in der Zeit bis 1990, wohnten alle Verwandten im Westen. Das heißt, wir lebten im Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Und dann diese Mauer, das war ein absoluter Schock. Ich bin aufgewachsen hier in Berlin, im Berliner Missionshaus, da wo heute die evangelische Kirche da am Friedrichshain ihr Zentrum hat, am Königstor. Das war ein kirchliches Haus, wo dann auch in den Jahren, in den 60er Jahren, viel, ich sag mal auch illegal, an Ost-West-Begegnung stattfand, auch geschmuggelt wurde. Dort wurde bis dahin übrigens die Missionare nach Afrika und in andere Länder wurden noch von dort aus geschickt. Das musste dann alles erst unter den Bedingungen der Mauer umgemodelt werden, dass das Berliner Missionswerk das dann vom Westen aus tut. Das heißt, die Verflechtung war ja auch noch völlig immens. Die Kirchen übrigens ja auch noch bis 69 alles in der EKD in einer gemeinsamen Organisation. Die Altpreußische Union, die Evangelische Kirchliche Union, war bis 1990 institutionell noch eine Einheit. Aber das musste alles über die Mauer hinweg sozusagen durch intensive Kommunikation gepflegt werden, weshalb übrigens man heute weitgehend vergessen hat, dass die Kirchen ein wesentlicher Träger der Zusammengehörigkeit von Ost und West war. Das ist von immenser Bedeutung. Und wo gewissermaßen die Mauer unterlaufen wurde, weshalb wir dann auch sehr dafür eintraten, für Ost in Entspannungspolitik, dass Journalisten kamen, dass man Informationen hatte, um die Mauer durchlässiger zu machen. Das ist die eine Ebene, die dann ja ihr glückliches Ende fand, 89 am 9. November. Und auch hier finde ich die Formulierung sehr richtig, deutlich zu machen. Sie war das Symbol der Teilung und sie war übrigens auch das Symbol dieser friedlichen mitteleuropäischen Revolution. Für mich ist der 9. November das, was der Sturm auf die Bastille in der Französischen Revolution war. Das heißt, das Symbol dieser Französischen Revolution und hier das Symbol nicht nur der deutschen friedlichen Revolution, sondern wirklich der mitteleuropäischen, wo klar war, jetzt wird alles anders. Jetzt kann man versuchen, Europa gesamt zu gestalten. Auf der Grundlage dessen, was wir gemeinsam beschlossen haben. Und deshalb erinnere ich nochmal, eigentlich müsste man den mal wieder abdrucken, also es wäre eine tolle Sache für Ihre Zeitung, mal abzudrucken, die Charta von Paris in ihren wichtigsten Aussagen, wo wirklich beide Seiten sagten, wir greifen uns die Hände, wir stellen uns auf diese gemeinsamen Werte. Das heißt, man hat sich eben nicht gesagt, wir machen jetzt mal einen Kompromiss zwischen westlichen Werten und dem, was die Kommunisten dachten, sondern man hat das, was insgesamt westliche Werte nennt, global in seiner Bedeutung für Europa bekannt und anerkannt. Und gerade darin liegt der große Punkt, über den wir gesprochen haben, wenn es um Russland, Putin und die Ukraine geht, dass diese Grundlage internationaler Ordnung, internationales Recht und internationale Institutionen, die ja die Lehre sind aus vergangenen Jahrhunderten, dass internationale Beziehungen versuchen müssen, nach Regeln und nach klaren Vorgaben gestaltet zu werden, dass das vom Tisch gewischt worden ist und das Selbstbestimmungsrecht dieser Länder, die ihre eigene Souveränität haben, ihre Staatlichkeit und auch ihren Weg zu beschreiben,
Und die Ukrainer wollen in Freiheit leben und das heißt in Richtung demokratischer Institutionen gehen und unsere Verantwortung ist es, sie dabei zu unterstützen. Weil Putin das nicht will, hat er versucht, oder versucht er sie daran zu hindern, mit der Krim und mit diesem Krieg in der Ostukraine, wo er, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr glaubt, dass er die, wie die Krim, in sich einverleiben kann. Aber es ist ein Instrument, die Ukraine zu destabilisieren. Und wenn wir jetzt so tun, als wenn die Ukraine ein sozusagen Konflikt zwischen Konfliktpartnern, die wir in Äquidistanz beurteilen müssen, wäre das falsch. Es muss immer klar sein, wer ist der Aggressor und wer ist der Überfallende. Und es muss klar sein, dass natürlich wir auch gucken, ob die Ukraine das, was sie verspricht, auch wirklich tut. Und leider ist das oft nicht der Fall. Aber trotzdem bleibt die Ukraine das Opfer in diesem Krieg und die anderen sind die Aggressoren. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben ja die Wiedervereinigung mitgestaltet. Viele Ostdeutsche bemängeln heutzutage, dass viele positive Errungenschaften wie Kita-Plätze und so weiter nicht mit übernommen wurden, dass ihnen alles von der BRD übergestülpt wurde, aber sie finden sich selbst nicht so wieder. Was antworten Sie denen? Also, hier unterscheide ich sehr klar. Mhm. Ich sage, der institutionelle Weg in die deutsche Einheit war in meinen Augen wirklich der aufrechte Gang selbstbewusst in die deutsche Einheit, weil wir es wollten. Die friedliche Revolution hat die kommunistische Herrschaft hinweggefegt. Mit dem Übergangsinstrument des Runden Tisches wurden die Voraussetzungen für freie Wahlen geschaffen. Dann haben wir die notwendigen Verträge ausgehandelt und die Volkskammer hat den Beitritt beschlossen, nicht der Bundestag. Das heißt, dies war der selbstbestimmte Weg, den die Ostdeutschen ja wollten, in ihrer allergrößten Mehrheit. Aber, und dass es in Verhandlungen passierte, ist auch zentral. Aber jetzt kommt wirklich das große Aber. Das Bild von diesem Prozess im Westen und dass das insbesondere der damalige Kanzler dann über 8 Jahre, als er noch Kanzler war, gepflegt hat, ist ein völlig anderes. Ich beschrieb einen selbstbestimmten Weg der Ostdeutschen. Hier heißt es, da waren einige mutig, die gegen die SED aufgestanden sind und dann habe ich alles gemacht. Bis heute ist das öffentliche Bild genau so. Bis 1998 gab es nicht das längst vorliegende Wortprotokoll des Runden Tisches. Das ist erst nach Kurzzeit veröffentlicht worden. Das Wortprotokoll der Volkskammer, das heißt eines der beiden Parlamente, die als Staaten die Verhandlungen geführt haben. Auch dieses Wortprotokoll ist nicht zur Zeit von Helmut Kohl veröffentlicht worden, sondern erst nach 1998, weil es der damaligen Bundesregierung Schnurz war, was die Ostdeutschen dachten oder was da passiert war. Bis heute finden Sie kein Quellenband über die Regierung, der ich angehört hatte. Mit den Reden der Minister, mit den wichtigsten Entscheidungen des Ministerrates, malt die Geschichte dieser Regierung, die ja Verhandlungspartner war in diesem Verhandlungsprozess der deutschen Einheit, hat doch keinen geschert. Wenn Sie heute, es geht ja sogar bis hin zu den Protokollen für den Feiern zum 3. Oktober. Ich habe es erlebt, dass ich irgendwo ganz hinten saß. Dann lädt man den Ministerpräsidenten, also den Minister vorne ein, aber aus der ostdeutschen Regierung, die diese Verhandlungen geführt hat, gibt es keinen angemessenen Ort, protokollarisch. Wenn Sie sich ansehen, man hat es dann ein Stück weit bereinigt vor einigen Jahren, die DDR-Regierung, der ich angehörte, die eine demokratisch gewählte Regierung ist, hat im Erinnerungskontext unserer Tradition keinen Ort. Das heißt, wir haben dann vor ein paar Jahren eine Ehrenpension gekriegt. Als wäre das eine Ehre, Minister gewesen zu sein. Ich meine, das war eine Aufgabe. Ich kann es nachträglich als Ehre betrachten, oder wie auch immer. Aber es war eine parlamentarische Aufgabe. Es ist für jeden Minister auch heute noch eine Ehre, wenn man so will, aber auch nicht. Aber es geht gar nicht um Ehre. Hier geht es um ein demokratisches Amt in dieser deutschen Geschichte, das angemessen eingeordnet gehört. Ich brauche keine Ehrenpension, ich brauche eine angemessene Anerkennung, nicht nur ich, es geht gar nicht um mich,
sondern um diese Institution, die eine zentrale Rolle im Prozess der deutschen Einheit spielte. Bis heute ist das nicht der Fall. Die Staatssekretäre bei jeder Regierung, selbst bei jeder Landesregierung, wenn es um Pensionsregelung oder sonst was geht, gehören die Staatssekretäre mit zur Landesregierung und kriegen die entsprechenden ganz normalen, ordentlichen Anrechnungen für ihre Saläre oder Altersbezüge. Das geht etwa für die Staatssekretäre unserer Regierung nicht. Die werden so behandelt, als hätten sie einer SED-Regierung angehört. Das ist etwas, wo ich sage, bis heute gibt es kein angemessenes Betrachten dieses Prozesses der deutschen Einheit, der auch mal darauf achtet, dass es eine östliche Dimension dieses Prozesses gibt. Es geht ja auch gar nicht um Ihre Person, sondern Sie haben ja den Willen der Ostbevölkerung damals repräsentiert. Das ist eigentlich ein Fauxpas gegen die 17 Millionen damals. Es ist ein Fauxpas gegen den Einigungsprozess als verhandelten Einigungsprozess, wie er faktisch war. Weil ein völlig falsches Bild in der Öffentlichkeit geschaffen wurde, als hätte es da einen Kanzler gegeben, der alles gemacht hat, der gar nicht wollte, dass sozusagen die östlichen Partner überhaupt in den Blick kommen. Darin liegt das eigentliche Problem und das beherrscht das Bild über die Einigung bis heute. Also insofern wäre es mal eine tolle Aufgabe, wenn Sie mal, um einfach mal Vorschläge in eine andere Richtung zu machen, wenn Sie mal sagen, also die noch leben, wir porträtieren die mal. Wir sagen mal, was diese Regierung gemacht hat, wir mal versuchen mal, die heutige Öffentlichkeit darauf hinzurichten. Die waren auch nicht alle toll oder wir waren auch nicht alle toll. Wenn ich mir die Regierung angucke, kann ich natürlich auch an manchen Stellen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das ist bei mancher anderen Regierung auch der Fall. Also gucken wir uns doch mal an, wie Herr Pfalz und wie sie alle hießen, die damals genau zur gleichen Zeit zur Bundesregierung gehörten. Solche Truppen gab es im Osten wie im Westen. Und trotzdem gilt auch ein Herr Pfalz als Staatssekretär und kriegt seine entsprechenden Bezüge. Der Staatssekretär Hans Missewitz, den ich im Außenministerium hatte, kriegt die bis heute nicht. Das ist ein Skandal. Und insofern sowohl der öffentliche Blick als auch die Frage der öffentlichen Anerkennung oder überhaupt nur der staatsrechtlichen Anerkennung dieser Regierung als Teil des Prozesses, von dem wir heute sagen, er war so wichtig. Aber wir haben schiefen Blick darauf, oder beziehungsweise die entsprechenden Gesetze oder auch die öffentlichen Bilder schaffen. Und da sind wir dann wieder dabei. Ich werbe ja dafür, und insofern gehe ich herum wie ein Wanderprediger, indem ich sage, ihr Ostdeutschen, wir haben diesen Prozess gleichberechtigt und selbstbewusst mitgestaltet. Ich habe vor 15 Jahren ein Buch mit so verschiedenen Artikeln rausgebracht, das heißt eben selbstbewusst in die deutsche Einheit. Ich bin da der vollen Überzeugung und muss mich da nicht verstecken, auch wenn ich nicht alles, was ich damals gemacht habe, heute noch für richtig halte. Auch ich habe mich geirrt. Für mich war diese Zeit meine politische Lehrlingszeit. Es ist selten, dass man als Minister seine Lehrlingszeit hat. Aber das ist nun mal diesen Ereignissen geschuldet. Aber ich kann darauf auch differenziert gucken, so wie andere auch. Meine Fehler haben alle gemacht. Aber es ist ein Teil dieser Geschichte. Und den so einseitig heute dazustehen, den so einseitig nicht genügend in den Blick zu nehmen, wäre doch eine Aufgabe, die man bis zum 30. Jahrestag versuchen kann, neu anzupassen. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Auszüge werden wir, ich nehme mal an, zum Jahrestag, diesem 5. Februar, bei uns in Superlader drucken, in der ganzen Länge werden wir es gar nicht schaffen. Für diese Bilanz auch von, sehr stark bezogen auf diesen Jahrestag. Ich hoffe, wir haben die Kollegen nicht gelangweilt, sondern ihnen vielleicht auch ein bisschen was Neues erzählt. Speziell auch im Hinblick darauf, dass wir in die Runde blicken, hier wir viele Geschichten sehen von Leuten, von denen wir annehmen können, dass sie damals noch gar nicht geboren waren. Ja, ja, das merkt man, sieht man mir ja an. Damals hatte ich noch einen richtig schwarzen Bart. Ich übergebe jetzt unserer Stefan Schäfer, die damals, glaube ich, wie alt warst du? 14. 15. 15.